Ach, nö. Oh nein, was ist hier passiert? Ups. Bist du für das alles, was momentan passiert, verantwortlich? Je weniger du weißt, desto besser. Aber wenn du so scharf auf Antworten bist, fang mich doch. Warte, was? Hey, bleib stehen! Was ist denn? Bist du etwa zu langsam? Na, warte du! Wow! Knapp daneben ist auch daneben. Was hat er da fallen gelassen? Naja, egal, los geht's! Ja, bis bald! Hey! Hä? Er ist weg? Das war seltsam. Wird Jailbreak eigentlich irrelevant? Jailbreak, ein Spiel, was ich seit 2018 spiele und welches auch schon 6 Jahre alt ist und besser gesagt am 21.04.2017 rauskam. Das ist also schon 6 Jahre her und 6 Jahre ist schon ein gewisser Zeitraum und innerhalb so einer Zeit kann sich mit einem Spiel einiges verändern. Sei es das Game selbst, aber auch das Verhalten der Spieler. So reden wir heute darüber, ob Jailbreak irrelevant wird und was vielleicht in der Zukunft mit dem Game passieren wird. Um aber zu schauen, wie sich Jailbreak vielleicht entwickelt hat, können wir uns mal die Spielerzahlen von früher anschauen. Ja, zum Beispiel am 23.12.2017 gab es 121.000 Spieler, die das damals gleichzeitig gespielt haben. Und damals gab es nicht mal so viele zum Ausrauben. Es gab halt, glaube ich, nur die Bank und vielleicht auch noch den Juwelenstore. Korrektur, Ende 2017 gab es schon die Bank, den Juwelenstore, die Gasstation und den Donutshop. Und das war sogar auch eins der beliebtesten Spiele 2017 auf Roblox. Das kann aber an verschiedenen Sachen liegen. Vielleicht gab es damals einfach nicht viele andere Spiele, die so viel zu bieten hatten wie Jailbreak auf Roblox. Oder der Qualitätsstandard war vielleicht noch gar nicht so groß wie heute vielleicht. Vielleicht haben Bardimo dann einfach irgendwas Neues erschaffen, was es so davor noch nicht so genau auf Roblox gab. Ich glaube, das war ja vielleicht auch etwas inspiriert von Prison Life, was ja auch so ähnlich war. Aber man sieht schon, dass Jailbreak, selbst wenn das etwas abgeschaut ist, eine Erweiterung von Prison Life ist. Weil in Prison Life brichst du aus und danach gibt es dann nicht wirklich viel. Aber in Jailbreak hingegen ist das anders. In Sachen Ausrauben. Auch wenn es damals eher wenig war. Naja, wenn wir uns die Trending Pages von 2017 anschauen, dabei den Experiences, ja, sieht man, dass das anscheinend damals einfach die Games waren, die so beliebt waren. Wie zum Beispiel Adopt Me, was jetzt auch immer noch irgendwie beliebt ist. Warum ist da Greg? Und ein paar andere Games, wie zum Beispiel Robloxia, was cool ist, was ich auch irgendwann mal gespielt habe. Das finde ich sogar recht cool gemacht. Aber vielleicht waren die Games damals einfach simpler und vielleicht ist Jailbreak deshalb auch so aufgefallen. Naja, man raubt immer dieselben Sachen aus, aber vielleicht war es damals einfach was Neues. Bardimo machten immer weitere Updates und manchmal sogar Events. Also es ist nicht so, dass das Game nichts Neues bekam. Denn es ist jetzt viel größer und hat viel mehr als damals. Aber mit der Zeit wurden es halt immer weniger Spieler. Aber nun sind Jahre vergangen, womit sich auch die Spieler verändert haben und andere Games groß geworden sind. Zum Beispiel Brokehaven mit 419.800 Spielern. Also es ist fast die Hälfte einer Million. Der Rekord von Jailbreak war irgendwie etwas über 100.000 oder 121.000, aber das ist fast viermal so viel. Und dieses Blocksfields hat sogar noch mehr. Naja, und wie man hier sieht, bei den beliebten Games ist Jailbreak halt irgendwie überhaupt nicht mehr. Oder man findet sie jedenfalls nicht so schnell. Da ist Jailbreak mit 14.000. Ja, okay, immerhin noch, ne? Aber es ist halt kein Vergleich zu Brokehaven. Und ja, man merkt, dass sich vielleicht die Interessen der Spieler einfach geändert haben. Es ist jetzt nicht so, dass niemand mehr Jailbreak zockt, denn momentan zum Beispiel, habt ihr ja gesehen, sind 14.000 Leute. Und das kann zwar variieren, vielleicht manchmal nach neuen Updates, neuen Seasons sind es halt 30.000, die das aktiv spielen. Und naja, wenn die Season dann etwas älter wird, dann, naja, wenn Zeit vergeht, dann sind die Spieler gelangweilt und zocken dann andere Spiele. Und das geht dann vielleicht immer so weiter. Dann immer bei neuen Seasons spielen dann immer kurze Leute mehr, machen deren Pass und dann gehen die. Und vielleicht spielen einige halt wirklich nur noch, um Belohnungen auf den Pass zu kriegen, halt, machen dort nur Quests und gehen dann wieder, sobald die mit den Quests für ihren Tag fertig sind. Und naja, das ist etwas traurig und ich glaube nicht, dass es früher so war, vor allem, weil dieses Quest-System gab es, glaube ich, ganz früher noch nicht. Ich bin mir nicht so sicher. Es war, glaube ich, jedenfalls nicht so, dass es so viele Belohnungen wie heute dafür gab. Jedenfalls ist es, glaube ich, auch wirklich sehr selten, dass
Jailbreak mal mehr als 100.000 Spieler 2023 noch hinkriegt. Also wird Jailbreak langsam irrelevant oder was ist die Zukunft von Jailbreak? Das, was ich jetzt sage, ist nur eine Schätzung von mir. Ich bin jetzt nicht so ein Typ, der so perfekt im Analysieren von sowas ist und so. Ich schätze einfach nur irgendwas jetzt mal, wie es vielleicht auf mich wirkt. Bildet euch einfach selbst eine Meinung und seid keine NPCs. Naja, was sein könnte, ist, dass 2017 das Jahr, wo Jailbreak auch released wurde, Leute in dem Jahr angefangen haben, auch Jailbreak zu spielen. Und es ihnen nach einer Zeit einfach langweilig wurden und dann zu anderen Spielen gewechselt sind. Ich meine, Jailbreak ist jetzt auch schon 6 Jahre alt und 6 Jahre ist schon eine lange Zeit. Und im Vergleich zu den Spielen, die momentan beliebt sind, merkt man, dass diese Spiele viel jünger sind. Zum Beispiel Brokehaven ist erst 3 Jahre alt. Naja, und 6 Jahre ist halt wirklich ein langer Zeitraum und da ist es, glaube ich, auch sehr wahrscheinlich, dass dann ein OG von 2017 dann irgendwann gelangweilt ist und dann zu einem anderen Spiel wechselt. Und das ist dann auch zum Beispiel anders bei Brokehaven, was halt erst 3 Jahre alt ist. Da ist es halt wahrscheinlich halt, dass die OGs von Anfang an, von die vor 3 Jahren angefangen haben zu spielen, immer noch dabei sind. Weil das natürlich einfach kein langer Zeitraum ist im Vergleich zu 6 Jahren. Ja, okay, die Hälfte. Naja, dasselbe kann man aber auch zu Bloxfield sagen, was natürlich auch gerade sehr beliebt ist. Und es ist erst 4 Jahre alt, naja, ist auch schon nah an 6 Jahre. Aber man merkt halt auch hier, man kann aber auch hier sagen, das Game ist auch noch neuer. Also spielen das vielleicht immer noch mehr Leute. Kann sein, muss aber nicht. Aber die Konzepte davon sind vielleicht etwas neuer. Oder es liegt einfach daran, weil die gute Methoden haben, um irgendwie neue Spieler anzulocken. Naja, also die perfekte Erklärung von den verlorenen Jailbreak-Spielzahlen ist das also auch nicht. Aber was könnte noch ein Faktor sein? Ich glaube, eine Sache, die Jailbreak vielleicht hätte schaden können, ist, dass Freecraft aufgehört hat, Videos zu machen. Freecraft ist momentan auch noch einer der größten Roblox-YouTuber und auch er hat halt Jailbreak von Anfang an oder zu 2017er Zeit, glaube ich, auch schon gespielt. Wenn man sich seine Jailbreak-Videos von vor 3 Jahren oder so anschaut, sieht man halt auch, dass mehrere davon einfach 1 Million Aufrufe haben. Und sowas war natürlich dann auch gute Werbung wahrscheinlich für Jailbreak, weil, naja, wenn so Videos mehrere Millionen Views haben, dann gibt es wahrscheinlich dann auch wieder Zuschauer von Quick, die das Spiel für sich entdecken und dann auch anfangen haben zu spielen. Naja, das Problem ist aber halt, wie gesagt, Quick macht das Ganze nicht mehr. Und es gibt auch nicht mehr so viele große YouTuber, die Videos über Jailbreak machen, wodurch es vielleicht langsam vergessen wird. Zum Beispiel der YouTube-Content macht auch nicht sehr viele Aufrufe. Natürlich gibt es immer noch ein paar Leute, die da ein paar Videos damit machen. Zum Beispiel gibt es Findir, der eher selten Videos macht. Oder es gibt auch Dead Ryan noch oder Noobfreak. Und die alle machen auch schon gute Views, aber es kommt halt einfach nicht von den Klickzahlen an Creecraft ran, weil das Verhältnis ist halt schon deutlich anders. Zum Beispiel 40.000 oder 10.000 Aufrufe kommt jetzt nicht wirklich an 1 Million ran wie bei Creecraft. Zum Beispiel, wenn wir auf YouTube allein schon Jailbreak Roblox angeben, hier Hello It's the VG, der ist auch ein recht aktiver Jailbreak-YouTuber, aber er macht auch hier 16.000 Views und das ist halt einfach nicht so groß wie bei Creecraft. Das ist schon noch gut, ne? Der macht wahrscheinlich schon noch gut Werbung dadurch, aber es ist halt einfach nicht so groß wie bei Creecraft. Hier 604 bei Brown Place Roblox ist auch natürlich sehr gut, ne? Also so, ich würde mich freuen, wenn ich so viele Views machen würde, aber halt so im Vergleich zu Creecraft ist das halt eher wenig. Und ich möchte hiermit keinen Creator irgendwie beleidigen oder sowas, ne? Ne? Aber was ist die Zukunft von Jailbreak? Wird Jailbreak wie Prison Life bald auch unter 10.000 aktive Spieler haben? Ich habe keine Ahnung. Jailbreak hat trotz, dass schon 6 Jahre vergangen ist, immer noch eine gewisse Community, wo einige aber auch sogar selbst an dem Spiel mitarbeiten. Zum Beispiel gibt es einen Reddit, wo Leute Fan-Creations machen, zum Beispiel Konzepte von Autos oder Models hochladen. Und diese werden, glaube ich, auch womöglich dann auch von Bardimo für die neuen Season-Pässe benutzt oder für die neue Seasons. Und man merkt, die Community existiert schon noch. Was ich mir vielleicht denken könnte, ist, dass Jailbreak ca. 10.000 aktive Spieler bald haben wird. Aber diese das Spiel dann auch aktiv spielen werden und vielleicht auch wirklich OGs werden, die das Spiel vielleicht mit Leidenschaft spielen. Und wodurch das Game nicht ganz irrelevant sein wird. Ich habe aber auch Lust, die Zukunft von Jailbreak zu sehen und werde, glaube ich, auch noch weiterhin das Spiel spielen. Und man merkt, dass es aber auch immer noch ein paar geile neue Updates gibt, wie zum Beispiel der CEO, der vor einer Weile rausgekommen ist. Und das ist auch mal was Neues für Jailbreak, weil das nicht nur ein Robbery ist, sondern auch ein Bossfight, was es davor in Jailbreak nicht gab. Also jetzt zu sagen, dass Jailbreak nichts Neues kriegt, das wäre, glaube ich, schon falsch. Und es gibt schon eine gewisse Variation. Und das ist halt einfach anders als bei Prison Life. Bei Prison Life zum Beispiel, glaube ich, fast gar keine Updates. Vielleicht kleinere Updates, aber ich glaube, es gibt nicht so krasse Sachen, auch wenn ich Prison Life schon lange nicht mehr gespielt habe. Und zum Beispiel vor kurzem ist dann auch noch was Geiles rausgekommen, wie zum Beispiel die Crews,
wo ihr gerne unserer Millions Crew beitreten könnt. Schreibt vielleicht einen Kommentar, wo ihr euch bewerbt für die Millions. Wäre nice, wenn ihr schon nah an 1 Million wärt mit euren Cash und Jailbreak. Und ja, das war's jetzt eigentlich auch. Was bisher geschah. Ich wollte dich nur leiden lassen, doch ich halte es in diesem dummen Plüschtier nicht mehr aus. Was meinst du mit diesem Plüschtier? Bist du etwa was anderes? Du wirst jetzt sowieso hier und in echt sterben. Hä, wo ist mein Controller? Hä, gerade war er noch hier. Und jetzt. Meister, ich bringe diesen Typen schon länger zum Leiden. Aber er gibt immer noch nicht auf. Und er hat mich gerade erwischt. Habe ich dir denn nicht gesagt, dass er sich zu dem anderen unterscheidet? Meister, es tut mir leid. Aber ich verstehe nicht, was du damit meinst. Wie soll ich ihn denn besiegen? Bei ihm reicht es nicht, ihn Stück für Stück immer mehr leiden zu lassen. Ihn musst du direkt töten. Was? Töten? Ich weiß doch, dass du das kannst.